Zu schade, dass ich hier nicht Mittel vom Chat habe. Sie hat an dem Spiel gearbeitet. Wirklich? Wow. Jetzt muss ich das Café wirklich öfter besuchen. Dann werde ich sie bestimmt noch einmal treffen. Bestimmt. Aber der saß doch gerade direkt neben ihr, oder? Oder war das nicht Mörtel? Das war doch gerade Mörtel und die waren doch gerade hier. War der blind oder was? Auf mit euch, Totenkörbchen. Ihr wollt den Film noch nicht verpassen, oder? Film? Ist das wie ein Videospiel? Das ist eine Videospielverfilmung wahrscheinlich. Okay, wir sehen uns später, Freya. Tschüss, Zwergi. Genieß den Film. Und da sind wir wieder zu zweit. Da gingen sie fort. Ich freue mich so für die beiden. Sie haben zwar noch einiges vor sich und viele Hindernisse auf dem Weg, aber es geht voran. Ja. Wie willst du ihre Geschichte schreiben? So wie sie passiert ist. Sie ist schon romantisch genug und hat genug Drama. Haha. So könnte man es auch sagen. Naja. Was schaust du mich so an? Du hast mir noch nichts über die anderen Leute hier erzählt. Wie geht es denen? Du warst nur 10 Tage nicht hier. Was erwartest du? Komm schon, sie waren ein wichtiger Teil meiner kreativen Prozesses. Naja, ein paar Neuigkeiten habe ich schon. Erzähl. Wo soll ich anfangen? Lua besucht das Café jetzt öfter, da es in der Nachbarschaft liegt. Während des letzten Besuchs wurde schon über das Catering und die Örtlichkeit geredet. Hate ist von seiner Reise nach Korea mit Geschenken wiedergekommen. Er bleibt nur kurze Zeit, bevor er zurück nach L.A. geht. Aqua arbeitet weiterhin an der Universität. Sie arbeitet dann noch immer an kleinen Indie-Games, mit dem Unterschied, dass sie jetzt, keine Ahnung, Neil. Ich habe nur 2 Postkarten von Neil bekommen. Rachel sitzt wieder im Aufnahmestudio und bereitet ihr erstes Solo-Album vor. Sie hat ihr Management verloren, arbeitet aber nun mit einem neuen Label. Und schließlich Feuer. Sie hat ihr Buch beendet, wurde verlegt und hält jetzt die Gnürstunden ab. Und da verkauft sie das Buch nicht sehr gut. Sie besucht das Café immer wieder und schreibt freiberuflich weiter. Ihren Traum hat sie nie aufgegeben. Ein Spiel von Talk Productions. Sehr schön. Coffee Talk. Haben wir es durchgespielt? Die Credits. Ich hätte jetzt eigentlich das noch so eingeschätzt, dass wir jetzt noch. Da ist noch. Die Woche haben wir. 2 Wochen haben wir einfach übersprungen. Ich hätte gedacht, dass wir da noch 5-6 Streams sitzen. Aber okay. Haben wir es durchgespielt. Ja, das sind die, die schuld dran sind. Haben es großartig gemacht. Also. Hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Und Kapitel 2 soll ja bald rauskommen. Dauert vielleicht noch ein Weilchen, aber eine Demo-Version davon haben wir ja schon gespielt von Kapitel 2 von Hibiskus und Schmetterling oder wie hieß das? Kapitel 2 davon. Kinder in der Entwicklung, Katzen in der Entwicklung. Oh, okay. Beta-Test aus. Okay. Na dann. Ich würde mal sagen, es war doch ein tolles Let's Play. Chilliges Kaffeegespräch. Ein Coffee Talk. So. War doch mal toll für zwischendurch. Was heißt zwischendurch? Da haben wir noch ein extremes gebraucht. Einige Wochen uns mit beschäftigt.
Ja, gutes Spiel, glaube ich, nach uns hat es gefallen haben. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren. Ja, Wishlisten. Selber kaufen, selber spielen. Und von dir? Ja, von mir werden wir jetzt noch weiteres sehen. In den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. In neuen Let's Plays. Oh, wen haben wir denn da? Willkommen. Hallo, Zwergi. Guten Abend, der Herr. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich glaube, wir sind das erste Mal hier. Natürlich war ich schon mal hier. Ich habe sogar schon mal hier gearbeitet. Was? Warte. Nie im Leben. Bist du wirklich das? Es ist schon eine Weile her. Du hast dich verändert, vielleicht zu sehr. Ich könnte viel lernen, indem ich mit euch Leuten zusammengelebt habe. Dann kann ich annehmen, dass es ein Erfolg war. Mehrere Erfolge. Und dein neues Ahnenaussehen. Versuche nur, mich anzupassen. Oha. Es scheint, als wäre diese Einwanderungsbehörde hinter mir her. Jetzt, da du es erwähnst, war hier mal jemand, der dich gesucht hat? Mann, nicht lange nach deinem zweiten Besuch. Der glatzköpfige Typ im Anzug? Ja. Dieser FIOI-Agent? Du hast ihn gesehen? Ja, glücklicherweise habe ich danach mein Aussehen geändert. Übrigens, du kannst mit dem Theater aufhören. Du hast also endlich bemerkt? Ich werde es glauben, dass deine Kraft aus meiner Art entstehen kann. Du hast es aber gut überspielt. Es hat einige Anläufe gebraucht. Aber es gibt einige Zeitlinien, wo ich vergessen habe vorzugeben, dass ich über einige Sachen nicht Bescheid weiß. Huch, interessant. Jetzt frage ich mich, was das für Fehler war. Ja, es ist einige Male passiert. Zuerst als Freya mir von ihrem Treffen mit dem Aufzug im Aufzug erzählt hat. Dann als Rachel das erste Mal das Café besucht hat. Und das letzte Mal, als du das zweite Mal hier warst. Huch. Oh, und nochmal direkt nachdem Freyas Entwurf genehmigt wurde. Kannst du es mir zeigen? Du weißt mit meiner Art zu kommunizieren. Das weiß ich nicht, aber ich... Aber versuchen wir es mal. Du hast nun die Hauptstory durchgespielt, aber du hast noch nicht alles erlebt. Botschaft freigeschaltet. Okay, also wir sind selbst ein Alien, oder was hatte das jetzt zu bedeuten? Das war ja ganz eindeutig Neil, der zugekommen ist. Und wir sind auch ein Außerirdischer. Also ich meine, gut, ich bin ein Außerirdischer, ich bin Alien, wie jeder Streamer und YouTuber, das ist ja sehr klar, das ist kein Geheimnis, das ist ein offenes Geheimnis, das ist nicht meine... Wie wollt ihr euch sonst, wie soll man hier sonst neben der Arbeit, neben dem alltäglichen Job, das da dann noch Videos hochladen und Streams machen, das können Menschen nicht machen, da muss man Alien für sein. Das ist kein Geheimnis, das ist ja... Also es ist, dass YouTuber und Streamer Aliens sind, muss ich euch nicht sagen, oder? Gut, das war Coffee Talk. Was ist mit Tag 18? Das war der Tag, wo wir hier alle zusammen getroffen haben, oder wie? Was passiert dort? Können wir da nochmal reingucken? Ach, 2 Wochen später. Genau das. Okay, das haben wir gespielt. Ein bisschen komisch, dass der hier am 4. war. Ja, das war dann. Haben wir 2 Wochen übersprungen und hier weitergemacht. Deswegen war das ausgegraut. Jo, haben wir es durchgespielt. Wir müssen noch ein paar Extras, müssen wir noch angucken können. Eine Galerie.
schönes Bildchen von Seattle. Ah, hier steht schon drin. Steht von Henry Rosley und Dio. Henry Rosley. Haben sie den Namen mit eingenommen. Hier ein Bild von dem Summer Vorspann gesehen. Verschiedene Charakteren. Das Café. Café von außen. Bei nachts. Aqua. Aqua beim Schwimmen. Der Henry kann also auch mal. Hier die kleine Freundschaftsgeschichte der beiden. Aha. Hier die Freya auf dem Dach. Freya am Tisch. Beim Schreiben hier an ihrem Laptop. In der Ecke, wo wir sie immer hingeschickt haben. Der liebe Gala mit Katzen. Hier das Profilbild. Der Henry mit seiner kleinen Mädchen. Der Officer. Das war Aqua, oder? Das ist hier die Nuva. Die Kunstausstellung. Okay. Sie hier bei der Ausstellung, bei der Convention. Das Gesicht von hier. Hier. Katzenwave. Die Party. Katzengirl. Aqua hier auf dem Fest. Mit ihr. Das sind schon echt ordentliche. Das haben wir nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich andere Endings, wo man das noch freischalten hätte können. Okay. Ist noch alternative Endings, wo man das irgendwie schlecht machen könnte oder so. Konzeptart. Das Café. Also echt starke Charaktere, muss ich sagen. Hat schon echt Spaß gemacht. Brigitte Arena. Nicht übel. Niemals Nova. Sie gezeichnet. Ich habe so wie Fan aus. War nicht übel. Die Messen hat Hände hier erstellt. Dafür hat er auch einen Namen im. Dafür, dass er so viel gezeichnet hat, hat er einen Namen im Spiel gekriegt. Charakter wahrscheinlich nach ihm. Och, das ist schön. Die beiden, das Liebespaar hier im Café zusammen. Charaktere. Charakterzeichnungen. Skizzen. Und das ist auch schön. Alle zusammen an einem Tisch. Okay, wer sollte er hier sein? Das wird wahrscheinlich der Elf sein, eine andere Idee von Baileys. Eine frühere Version von Baileys. Okay, eine andere Version von. Ja. Andere Version von ihr. Interessant. Konzeptart von Freya. Freya Konzept. Interessant. Da haben wir es nochmal. Oha. Kunst. Kunst mit Feuer. Konzerne. Konzeptart von dem. Von Gala. Verschiedenen Haarfrisuren. Twilight Werwolf-mäßig. Character Death, Vampir. Ja, mal sehen, die Skizzenzeichnungen. Hier ist auch noch der Vampir in einer anderen Version. So gefällt er besser. Der Officer skizziert. Okay. Fanarts, denke ich mal. Nicht schlecht.
Na, von hier. Kerzenkonzept out. Wer war sie denn hier? Okay. Die Werwolf. Auch schön. Okay. Das ist ein Charakter, der gar nicht vorkam. Ach, hier eine Seitenansicht. Das wäre auch mal schön gewesen. Seitenansicht, dass man nochmal so einen Besuchereingang aus, ja, die Ecke und so. Die ersten Entwürfe vom Spiel. No, our family will never be. Ach, das sind die beiden hier, der Baileys und die Lua. Das erste Entwurf. Das ist sehr spannend, das zu sehen. Hier der erste Entwurf von Freya. Ein Café hier mit einem anderen Automaten. Nicht schlecht. Hat sich natürlich weiterentwickelt, wie wir sehen. Ah, da sind wir wieder bei Seattle. Haben wir noch einen Comic. Auch schön. Ich werde jetzt den Teufel tun und durch den Comic vorlesen. Könnte ich selbst mal durchlesen. Anhalten und das durchlesen. Episode 2, Blowy Eyes. Episode 1 war Push the Limit. Blowy Eyes. Schwarz-Weiß. Echt nicht übel. Der Follower ist an Twitter. Da kann man auch mal machen. Und die Creators des Comics. Das sind nur drei Melody of Life. Ah, hier die Freya beim Schreiben. The Gentle Hole Within. Ah, hier die Krankenhausgeschichte von Ghana. Eine gute Story. Eine Fulltime Freelancer Life. Ah, hier seine Geschichte von Babys. Wenn das durchlesen wird, muss das mal kurz pausieren, das Video. Hier auf Twitch. Jetzt im Livestream natürlich schwierig, aber wanna be my mate. Okay. Ah, das ist doch hier. Ach, der Nie und seine Versuche. Father knows the best. Ah, ja, die Geschichte. Dann noch ein bisschen mehr dazu. Alles sehr toll gezeigt, natürlich, die Comics hier. Wirklich genial. Episode Overtime. Ah, ja. Das Leidwesen der Devs. Die Developers. Überstunden arbeiten. Das hatten wir schon. Errungenschaften haben wir ja einige. Was darf es denn sein? Start ein neues Spiel. Nochmal von vorne, es ist erlaubt, Fehler zu machen. Macht das erste Mal ein Getränk neu. Das haben wir lange für gebraucht. Fortschritt bei Errungenschaften, okay, da müssen wir noch ein bisschen dranhängen. Das erste Getränk, das riecht aber gut. Heute ist das Getränk zu. Meisterstück, ein Fall für Social Media. Still und serviere das erste Mal dieser Art. Nein, die sind ja nicht so gut geworden, aber gut. Rundschaft freigeschaltet. Ja, Rundschaft freigeschaltet. Da gab es doch irgendwie so ein Ding, irgendwas im Spiel wussten. Das war eine Errungenschaft, sie zu treffen. So,
das richtig in Schule gemeine Fehler, also du kriegst erstmal ein falsches Getränk. Ja. Sind alle befreundet, hallo zusammen, auf alle Hauptcharaktere. So eine Verschwendung, auf damit. Ach, 25 Getränke, naja, so weit ist es nicht gekommen. Höre alle Lieder, ein Beat zum Relaxen und lernen 24/7. Und das Rundweg war echt nicht übel. Soll es das gewesen sein? Ist das offiziell? Spiel die Story einmal durch. Okay. Ich habe mal außerirdische Hilfe. Außerirdische Praktikant, hilf mir, dir zu helfen. Okay. Hätte man doch ablegen können. Kunst braucht ihre Zeit. Übung. Stellt dann insgesamt eine Stunde Latteart. Alter Schwede. Das ist ein Achievement. Aus der Ausbildung sind wir 10 richtige Getränke. Ja, dann ist Challenge-Modus. Okay, 25 richtige Getränke, oh Gott. Ein verstecktes Achievement. Liebe meines Lebens, Liebe schmerzt. Wende Luas und Ladies Handlung. Das ist wahrscheinlich noch ein paar versteckte Handlungen, die wir nicht gekriegt haben. Wir haben auch nie wirklich Entscheidungen, oder? Eine vollständige Speisekarte. Wahrscheinlich hätte man noch durch perfekte Getränke oder irgendwas. Durch schlechte Getränke irgendwas verbessern können oder verschlechtern können. Nicht alles. Achso, schalte alle Spezialgetränke frei. Schalte alle Social Media Profile frei. Ja, da waren wir dicht dran. Serviere 50 richtige Getränke während eines Challenge. Wahrscheinlich hätten wir gute, durch sehr gute Drinks servieren, hätten wir noch mehr Social Media freischalten können. 50 richtige, wie geht das an? Richtige Getränke. Kunstbegeistert. Schalte alle Kunstwerke in der Galerie rum und nicht alles. Alle Errungenschaften freigibst du und Achievement. Okay, dann gibt es hier noch einen Endlos-Modus. Da können wir noch mal ganz kurz reingucken. Würde ich sagen. Freies Berühren Challenge-Modus. Entscheide du. Das Pass haben wir schon gebrüht. Das ist jetzt eher wahrscheinlich dafür da, dass man hier. Was ist das Rezept her? Entscheide du. Jetzt können wir hier Rezepte ausprobieren. Was wir noch bekommen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ganz gut, das können wir mal probieren. Kaffee, Zitrone und Zitrone. Sauer Kaffee. Zitronenkaffee. Das ist kein Rezept. Ist noch einiges zu decken. Kann man hier bei den Schokoladen noch anders machen. Schokolade. Milch haben wir schon gemacht, nicht nur Milch. Haben wir schon TTT versucht. Tiger-Tee. Die haben wirklich nicht viel gemacht. Tee mit Zitrone und Zimt. Kann man Minztee machen. Minztee. Nee, ist jetzt nicht wirklich. Tee mit Minze und Honig. Das wäre noch was. Minze und Honig-Tee, das ergibt auch nichts. Tee mit Milch und Honig.
Milchrezept gibt es auch noch. Milch, Zimt und Honig. Milch mit Minze. Maybe. Säuft ja alles in sich rein. Ne, so richtig haben wir hier noch nichts. Das können wir mal was ganz Seltsames nutzen. Was werden hier was Seltsames? Schokolade. Mit Zitrone. Und Ingwer. Interessant werden. Zitronen, Ingwer, Schokolade. Okay, hier verschaltet man nicht wirklich was frei. Hier machen wir mal kurz den Challenge-Modus. Könntest du mir ein Getränk mit Schokolade, Honig und Zitrone machen? Schokolade, Honig, Zitrone. Lang nach einem Getränk mit Kaffee, Ingwer und Kaffee. Kaffee, Ingwer und Kaffee. Okay, wir haben nur eine Minute Zeit. Das ist richtig oder falsch? Kaffee, Minze, Kaffee. Kaffee. Geht aber nicht so gut. Kaffee, Zimt und Zimt. Schalt mal, da habe ich neue Rezepte frei. Zimtkaffee. Ah, das war gut. Mit Schokolade, Minze und Ingwer. Kaffee, Honig und Minze. Kaffee, Honig und Minze. Kann sein, dass man zwischendurch mal durch das schneller machen, was falsch machen. Schokolade, Honig und Zimt. Oder Honig und Zimt. Seltsame Sachen. War aber nicht so gut. Kaffee, Ingwer und Ingwer. Ingwer-Kaffee. Plus 18, okay, das war richtig. Getränk mit Honig wäre perfekt. Kaffee mit Honig. Honigkaffee. Das war nicht perfekt. Zitrone und Milch. Hier mit Zitrone und Milch. Kann man machen. Ist hier in Deutschland, in Europa eher ungewöhnlich, Milch im Tee zu machen, aber manche Länder machen das. Minze und Zitrone. Sollte eher ein Tee sein. Tee mit Minze und Zitrone. Bis dann. Oh, und das reicht für heute. Okay, 6-mal fröhlich und 5-mal traurig. Okay. Fürs erste Mal gar nicht schlecht. Joa, na dann.
ich sagen, haben wir es durchgespielt. Morgen kann man das noch auch noch irgendwie. Ich wüsste nicht wie und warum. Ja, haben wir doch jetzt weitestgehend alles gezeigt. Ein paar Achievements und ein paar alternative Endings wären vielleicht noch machbar, aber ja gut. Ich sag nochmal, wenn mich nach oben sitze, gefallen haben auf YouTube. Oder lasst eine Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, auf Twitch vorbeischauen, das ziemlich regelmäßig live. Und ja, ansonsten habt ihr noch einen tollen Tag. Haut rein. Ciao, ciao, YouTube. Bis zum nächsten Projekt.